Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Mangiduraffy und ich bin unterwegs mit den M6 in einem Gefecht der Stufe 6 und der Stufe 5. Das sind Top Tier. Das heißt, mit den M6 das perfekte Szenario eigentlich. Gut, wir haben im Gegnerteam KV2, wenn der trifft, da gibt es böse Kellen. Meistens haben sowieso die große Kanone drauf. Da verschwinden immer über der Hälfte der HPs. Aber was soll's. Und wir haben ja auch zwei Artis. Und ja, einen sehr übermütigen Panzer. Jagdpanzer. Stufe 5. Raus mit die Viecher! Dann fahren wir ihm drauf. Der Hellcat halt ab. Oder Wolverine ist raus. Der M6 hatte große Kanone drauf. Da die Grille, die ist jetzt nervig, aber jetzt wird er ein bisschen sehr übermütig. Raus mit die Viecher! Bestrafung folgt. Raus. Zweiter Kill. Jetzt müssen wir aufpassen, jetzt kommt der KV2. Dem bin ich One-Shot. Noch gut spielt. Ich hab gerade mitgekriegt, ob er geschossen hat oder nicht. Bin einfach dann drauf gefahren. Ein bisschen verzogen. Raus mit die Viecher! Und das draußen. Dritter Kill. 1600 Schaden haben wir schon gemacht. KV1. Guckt nach hinten. Einfach zwar eine mitgeben, kann dazu auch eine geben. Aber da ist noch ein Acho draußen. KV1 SA rennt ab. 8:0 nach 2 Minuten 20. Also hier wird über den Gegner drüber gebügelt. 1800 Schaden. Erste Art ist raus, da die Grille. Weiter schießt auf sie. Raus mit die Viecher! Muss er rausnehmen. Vierter Kill. Zwei Schaden gemacht. Das heißt, wir haben schon was ist doppelte unserer Strukturpunkte. ...13:2. Ah, der Gegner versucht jetzt noch unsere Artis rauszunehmen. Naja, da hätten sie 4 Kills. Ja. Grille schon raus. Jetzt ist auch unsere Left-Art hier raus. Ich glaube, es ist unschlüssig, auf wen ich zielen sollte. Raus aber mit die Viecher! Er macht es Ende einfach. Er fährt zwischendurch durch. 5 Kills. Leider hat unser Team durchgekappt, den letzten Catch kann auch gehabt und dann schauen wir uns aber noch das Gefechtsergebnis an. Mit dem M6 auf Westfield haben wir gemacht ein Überlegensabzeichen erster Klasse. Kämpfer, Rissschütze, Speer, Duellant, Wirkungsfeuer, Hand Gottes und das Großkaliberabzeichen. Mit 2307
Schaden haben wir. Top Schaden gemacht. Ist doppelte als der zweitbeste. 5 Kills, 1295 Basiserfahrung. Damit auch fast doppelt so viel als der zweitbeste. Der drittbeste hat dann schon 50% weniger. Der knapp über 50%. Tja, im Gegnerteam hatten wir 3, die ohne Schaden raus sind. Im eigenen Team hatten wir sogar 5, die ohne Schaden raus sind. Aber gut. Das konnte man ja zum Glück auffangen. Das Rest des Teams. Zumindest alle, die 1000 oder knapp 1000 Schaden gemacht haben. Ich meine, mit Cromwell weiß es ja selber. Das sind 110, 115er, 120er Schaden, die man macht. Oft ist halt so eine Nadel. Schnell schießen, wenig Schaden machen. Wenn man dann schnell rausgeht, dann macht man halt auch 906 Schaden. Aber es ist trotzdem mehr als was der Cromwell Strukturpunkt hat. Von daher optimal gelaufen. Ja, ich würde sagen, die oberste Hälfte hat gut gearbeitet. Die untere Hälfte war, naja, die war dabei. Passiert. Manchmal ist man selber in der untersten Hälfte dabei. Hier ist man oben dabei. Zum Glück. Ich habe 14 Mal geschossen, 14 Mal getroffen, 12 Mal penetriert. Also ein sehr gutes Trefferbild. Die Runde ging 4 Minuten 19 Sekunden und dank abgeschlossener Aufträge haben wir einen Plus von 91.463 Credits gemacht. Wenn euch diese Runde gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Über einen Kommentar würde ich mich auch freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Gefecht.